Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam einen Flamingo. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Flamingo macht wieder den Anfang. An ihm befindet sich sein Hals und dieser ist ganz lang. Er hat einen Körper mit vielen Federn dran und Flügel. Ob er mit denen überhaupt fliegen kann? Nicht zu vergessen sind Augen und Schnabel. Diesen braucht er fürs Essen, denn er ist nicht wie wir mit Messer und Gabel. Mit seinen langen, dünnen Beinen stolziert er herum. Er steht meist nur auf einem von ihnen und fällt trotzdem nicht um. Mein Flamingo heißt Franz. Franz schaut wirklich toll aus mit seinen pinken und rosa Federn, oder? Wusstest du, dass seine Federn aufgrund seiner Nahrung so rosa sind? Er frisst nämlich gerne Krebse und die färben sein Federkleid. Kleine Flamingos, die gerade auf die Welt gekommen sind, haben noch weiße oder graue Federn. Und Flamingos können tatsächlich fliegen. Sie müssen aber, um abheben zu können, erst einmal Anlauf nehmen. Und das sollte mit ihren langen Beinen sicher nicht so schwierig sein. Nun bist du dran. Zeichne deinen Flamingo und gib ihm einen Namen. Du darfst mir gerne die Zeichnung deines Flamingos schicken. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.